Ist das Mikro schon an? Ja, ich glaube schon. Ich darf Sie ganz herzlich begrüßen zur Abschlussdiskussion der Tagung Die ökosoziale Frage auf der Suche nach der grünen Erzählung. Wir können auch fragen nach der neuen grünen Erzählung. Gibt es so eine? Haben wir in den vergangenen anderthalb Tagen neue Ideen entwickeln können? Haben wir neue Ideen vielleicht gehört, die die ökosoziale Frage umfassen, die aber vielleicht auch für andere Politikbereiche relevant sein können? Das heißt, welche Inspiration für einen Schritt nach vorn, welche Inspiration für die kommenden Wahlkämpfe 2016, 2017 konnte man gewinnen, welche Inspiration vielleicht auch für die tägliche Arbeit vor Ort in Initiativen, aber auch an der Parteibasis konnte man gewinnen, vielleicht aber auch in der Bundestagsfraktion, in den Landtagsfraktionen, also dort, wo neue Ideen, wo politische Tragwerke, politische Konzepte ganz dringend notwendig sind. Diese Tagung steht unter dem Titel Die ökosoziale Frage. Es gibt ein Buch, das eben genau diesen Titel trägt, Die ökosoziale Frage. Sie sehen da hinten auch nochmal eine Projektion an der Wand mit einem ganz alten D-Mark-Schein. Es ist interessant, man vergisst ja manchmal, wie das aussieht, aber ich finde, daran wird dann auch deutlich, vor welchem Kontext diese Veröffentlichung steht. Michael Opielka, der zu meiner Linken sitzt, ist der Herausgeber. Es ist ein Sammelband mit, ich glaube, bestimmt über 10, 12, ich habe die Zahl jetzt nicht ganz im Kopf, Einzelbeiträgen, die sich alle mit unterschiedlichen Aspekten der ökosozialen Frage auseinandersetzen und dort auch ja, teilweise ja, visionäre Ideen entwickeln. 1985, ich habe mir im Vorfeld sagen lassen, dass es fast eher Zufall war, dass diese Tagung mit diesem Titel und auch das Erscheinen des Buches zusammenfallen. Aber ich finde, es ist eigentlich ganz interessant, weil wenn wir zurückblicken, 1985 ist genau 30 Jahre her. Was für eine Zeit war das? Da stand auf Platz 1 der Charts teilweise You're My Heart, You're My Soul von Modern Talking. Ja, es ist lange her, aber unvergessen. Es war ein Jahr vor der Reaktorkatastrophe von Tschernobyl. 1985 konnte aber auch die erste rot-grüne Koalition auf Landesebene gebildet werden mit Holger Börner als Ministerpräsident und Umweltminister Joschka Fischer. Auch das unvergessen wegen der Turnschuhe, aber nicht nur wegen der Turnschuhe, sondern weil es auch für die Grünen eigentlich ja auch eine Zeitenwende war. Wir möchten jetzt einen kleinen Blick zurückwerfen mit Herrn Opielka, mit dem Herausgeber, auf dieses Buch. Herr Opielka ist 1956 geboren. Es gibt einige, er hat beruflich schon sehr, sehr viel gemacht, aber er hat in Tübingen unter anderem Jura studiert. Er hat für die Grünen als Kibbutzforscher gearbeitet. Er arbeitet jetzt am Institut für Zukunftsfragen hier in Berlin und ist ansonsten an der Hochschule in Jena, vor allem im Bereich der Soziologie der Sozialforschung. Zu meiner Rechten sitzt Peter Siller von den Grünen. Ich habe vergessen, wann sind Sie geboren? Muss ich das sagen? Ja, doch, 1970. Jetzt habe ich es wieder in meinen Unterlagen gefunden. 1970 in München geboren. Auch Sie haben unter anderem Jura studiert, aber auch Philosophie. Sie sind jetzt der Leiter für die politische Bildung Inland hier in der Heinrich-Böll-Stiftung. Sie waren vorher in Frankfurt am Main an der Goethe-Universität unter anderem Scientific Manager für Formation of Normative Orders. Ich vermute mal, Sie werden uns dann nachher nochmal diesen Begriff dann einfach mit Leben erfüllen. Ansonsten können Sie zurückblicken auf eine Tätigkeit beim Auswärtigen Amt und auch als wissenschaftlicher Mitarbeiter der Bundestagsfraktion. Also auch Peter Siller war sozusagen programmprägend und ideenprägend für die Grünen. Ich möchte aber gerne anfangen mit Herrn Opielka. Herr Opielka, wir haben jetzt gerade so ein bisschen einen kleinen launischen Rückblick auf das Jahr 1985 gegeben. Aber es würde mich mal interessieren, wie Sie sich an diese Zeit erinnern und was damals für Sie den Ausschlag gegeben hat, diesen Sammelband aber auch genau mit diesem Titel herauszugeben. Ja, also erstmal freut es mich, dass
sie da sind, dass sie überhaupt noch da sind, geht mein Gerät, dass sie jetzt um diese Zeit noch da sind und so der Erinnerung Opa erzählt folgen wollen, weil ich bin ja tatsächlich Opa, insoweit kann ich, passt es dann auch. Ich war damals 28 und bin 1979, glaube ich, als Mitglied Nummer 15 oder sowas bei den Grünen eingetreten. Und na, vielleicht waren es auch Nummer 55, also relativ früh. Das ist also lange her. Und für mich, ich kam persönlich nicht aus der Umweltbewegung, sondern und habe mich das auch nie so getan, als ob, ne, als ich das wäre. Also ich liebe Natur und Kräuter, aber ich bin, das ist nicht mein, ich bin sozusagen Sozialmensch, wenn man so will. Ich habe nie für die grünen Kibbutzforschung gemacht, sondern es gab noch gar keine Grünen, als ich das gemacht habe. Aber die soziale Frage hat mich immer schon interessiert. Aber mich hat damals bewegt, schon ganz am Anfang bei meiner grünen Tätigkeit, was kann ich als jemand, der sich für das Soziale interessiert, ich habe später in Soziologie noch promoviert und habilitiert, was kannst du da beitragen zum grünen Projekt? Weil das mir intuitiv einleuchtete. Und dann suchte ich eben über längere Zeit, das hat ein paar Jahrzehnte gedauert, bis ich eine größere Erzählung hatte, die ich heute vielleicht ein bisschen habe. Damals hatte ich sie noch nicht. Ich habe aber selber noch mein Vorwort von damals gelesen und war echt überrascht, dass ich mit 28 schon sowas schreiben konnte. Das können übrigens andere auch, machen andere auch. Ja. Ich war nur damals halt ein bisschen robust und habe das dann halt gesagt, also die paar Gedanken, die ich hatte, die müssen wir gleich der ganzen Welt sagen. Was sind denn da die prägenden Gedanken? Der prägende Gedanke, ich habe damals drei, habe ich selber nochmal nachgelesen, fand ich interessant. Ich habe damals drei Überlegungen angestellt. Das sind drei Krisenphänomene zusammenkommen, die dann in diesem Begriff ökosoziale Frage kulminieren. Man muss hinzufügen, der Begriff soziale Frage ist in der Sozialpolitikforschung und in der Zeitgeschichte stark klar etabliert als das sozusagen, als die Problemstellung des Kapitalismus im 19. Jahrhundert. Also sozusagen so ist der alte Konflikt Kapital-Arbeit-Konflikt. Ja, so ist die soziale Frage formiert. Und die Frage ist ja, was ist jetzt neu dazugekommen? Was ist mit dem ökologischen Problem? Ist da wirklich etwas Zeitgeschichtliches, etwas Historisches dazugekommen? Das ist die Frage, die mich interessiert hat. Und ich war fest überzeugt, nicht nur ich, andere auch. Meine Autoren, in meinem Buch hat Rudolf Barrow geschrieben, Karl Amery, Christian Leiber, James Roberts und Klaus Offe, sind ja keine Leichtgewichte. Unter dem Kollektiv Charles Fourier verbarg sich Philipp van Parijs, den ja heute auch wieder eine ganze Reihe von Leuten kennen, oder Klaus Kretschmann oder Warnfried Dettling. Also es waren politisch und auch wissenschaftlich Leute, die sich schon damals, die waren älter als ich, aber mit diesem Problem beschäftigt damals. Ich stand ja, wie so schön Merton, man sagt, you stand on the shoulders of giants also auf Deutsch, du stellst auf den Schultern der Giganten und hältst ihren weiten Blick für ihren eigenen. Also insoweit war ich da noch in der Verführung dessen, aber die Problemstellung war für mich also Kapitalismuskritik, das ist die soziale Frage, und jetzt kommen zwei neue Themen. Das eine ist sozusagen das ökologische Problem sozial begründen. Das habe ich als Industrialismuskritik identifiziert oder bei Offe hieß es Produktivismuskritik. Ja, also die Frage, also was macht das Industriesystem als Denkmodell, als Kulturmodell mit der Gesellschaft? Und die dritte neben dem Kapitalismus, ist der Feminismus-Frage gewesen. Also die Frage der Patriarchatskritik. Also die Frage, wie weit, und dahinter stecken wiederum viele Unterthemen, nämlich zum Beispiel die Vernachlässigung der nicht bezahlten Arbeit. Claudia von Werloff hat einen Artikel drin geschrieben, die fand ich damals schon zugespitzt und übertrieben, aber ich fand, sie hat eine richtige Frage gestellt. Also diese Dreiheit von Kapitalismuskritik, Industrialismuskritik und Patriarchatskritik, die hat mich damals bewegt. Aber natürlich, ich war immer interessiert daran, ich bin von der Sternzeichen her Waage, ich war mir interessiert an Schwabe Waage, das reimt sich aber nicht, aber die Idee war, dass man grundsätzlich was Ausgewogenes finden muss und, oder wie es schön heißt mit Hegel, Hegel ist mein großes Vorbild gewesen damals, alles Wirkliche ist vernünftig, alles Vernünftige ist wirklich, also wie kann man sozusagen in der Wirklichkeit eine Lösung ablauschen, das war die Frage, die mich interessiert hat. Und das spiegeln auch diese Überlegungen wider. Und das ist aber versandet. Und das ist der Punkt. Also das ist versandet, weil bei den Grünen sozusagen diese Frage, ich war ja bei den Grünen tätig damals, aber bei den Grünen war diese Frage nie wirklich relevant. Und das war heute, was Uwe Schneidewind hat völlig recht gehabt. Bis heute ist die soziale Frage für die Grünen ein Mitthema. Sozusagen muss man halt auch machen. Man macht ihn aber nicht aus einem grünen Motiv heraus. Man macht es aus einem vielleicht ein bisschen linken Motiv. Viele grüne Funktionsträger bedeutender Art sind ja frühere Kommunisten.
Also man macht aus einem alten sozialen, kapitalismuskritischen Impuls heraus, aber nicht aus dem originär ökologischen sozialen Impuls, wie ich meine, dass das geht. Und das waren wir damals, das war noch alles vorläufig, aber das war damals die Idee. Mhm. Herr Siller, Sie haben ja im Vorgespräch gesagt, dass dieses Buch eine große Bedeutung hatte in seiner Rezeption. Sie haben ja erzählt, Sie haben sich als erstes Buch jemals, das Sie sich selbst gekauft haben, das war tatsächlich die ökosoziale Frage. Warum? Das ist richtig. Deswegen war ich auch, es ist zwar richtig, dass wir diesen Kongress nicht wegen dem Buch machen, aber das fiel mir dann sofort ein, dass ich tatsächlich als 14-Jähriger in die örtliche Dorfbuchhandlung lief und mir dieses Buch kaufte. Und ich meine, es war das erste, das ich mir überhaupt jemals von meinem Taschengeld gekauft habe. Und das mich auch sehr geprägt hat. Ich war politisch schon sehr früh sozialisiert, weil ich schon so mit 11, 12-Jähriger von der Friedensbewegung irgendwie so sehr affektiv, sehr begeistert war und von der Ökologiebewegung und so weiter. Und als ich dann so mit 13, 14 angefangen habe zu lesen, hat mich das deshalb elektrisiert und da verbindet mich auch einiges mit Michael Opielka, weil ich nämlich auch schon dachte, eher mit so einem, sagen wir mal, im weitesten Sinn linken Hintergedanken, okay, du willst Gerechtigkeit und soziale Teilhabe, hat man damals den Begriff gehabt, so noch nicht, aber ja, sagen wir mal Gerechtigkeit, soziale Anliegen und wie ist es jetzt eigentlich mit dieser komischen Ökologie? Wie verhält sich das eigentlich sozusagen zu deinem Idealismus von Gerechtigkeit und Gleichheit? Und dann habe ich gesehen, da gibt es ein Buch, die ökosoziale Frage und dachte, wow, das ist mein Buch, das interessiert mich, muss mal lesen, was wie da diese Verbindung so hergestellt wird. Ich muss, wenn ich vielleicht am Erzählen bin, dazu sagen, dass, weil solche Bücher ja immer einen ganz starken zeitlichen Kontext haben, dass ich dann 86, 87 mich sozusagen vom Öko oder vom Hippie, hätte man vielleicht auch gesagt, zum Punk mutiert bin und plötzlich ganz viel von dieser Esoterik, die es bei Rudolf Barrow und anderen gab, so ganz, ganz falsch war. Dann habe ich Jura und Philosophie studiert und habe mich mit Gerechtigkeitstheorie befasst, mit Kant und Rawls und Dworkin und so weiter. Dann sah ich das plötzlich nochmal ganz anders. Und dann gab es für mich so einen sehr elektrifizierenden Moment in meiner politischen Biografie. Und das war, als wir mit dem von mir sehr geschätzten, inzwischen Freund und damals Vorbild Axel Honneth, den erweiterten Gerechtigkeitsbegriff entwickelt haben, der dann auch im Grünen Grundsatzprogramm 2002 eine wichtige Rolle spielte. Das ist so, kommt mir jetzt ganz weit weg vor von diesem Buch erstmal, weil da ganz andere Traditionen eingeflossen sind, die ich auch natürlich da stark in dieser Debatte ins Spiel bringen würde. Letzte Bemerkung, weil Sie sagen, was war 1985? Ich erinnere diese Zeit als intellektuell sehr, sehr agil. Es gab diese Reihe Fischer Alternativ, da gab es ganz viele Bücher, das sind inzwischen Sammlerstücke, wo einfach Leute wie Michael Opielka, ich war damals leider zu jung, relativ frei und ungeschliffen einfach mal nachgedacht haben und das auch in Kauf genommen haben, dass die Leute denken, was will der denn jetzt, was soll das? Und ich muss schon sagen, dass ich diese Kultur des lauten Nachdenkens und auch der mutigen Kontroverse nicht nur bei den Grünen, sondern insgesamt in der politischen Kultur vermisse und sehr, sehr hoffe, dass wir in einen Zustand kommen, wo das wieder möglich und geschätzt wird und wo auch Verlage den Mut haben, diese Kontroversen zu publizieren und zu tragen. Ja, weil es wäre eigentlich genau meine Frage gewesen, dann wäre doch genau jetzt eigentlich die große Chance in Zeiten zum Beispiel der Energiewende, die ja ein sehr langfristiges und eigentlich alle Bereiche, alle gesellschaftlichen Bereiche umfassendes Projekt ist, genau diese Fragen nochmal neu zu stellen. Herr Opielka. Ja, das geschieht ja auch. Ich meine, ich habe mir so in der heutigen Tage, also ich hatte die Aufforderung gehabt, also nicht jetzt bloß Blick zurück, ein bisschen Nostalgie und biografische kollektive Erinnerung aufzufrischen, sondern auch ein bisschen die Aufgabe, dass es diese Schlussrunde hat sich dann am Ende so ergeben und mal einen kleinen, ob vielleicht das ein oder andere aufgreift, was heute am Tag gestern diskutiert worden ist.
Und mir ist eine Sache aufgefallen, die mir erst damals, wenn ich zurückdenke, auch schon auffiel, nur hatte ich damals noch nicht die Begriffe dafür, war ich einfach zu jung. Und zwar, ich glaube, ein Punkt ist ja gewesen, dass man sagt, man hat eine soziale Krise und gibt auf sie eine technische Antwort. Und da fiel mir also heute Morgen, als ich nachdachte und zuhörte, fielen mir drei große Krisen ein in der Geschichte der letzten 252 Jahre, nämlich, oder 300 Jahre genauer, nämlich wo der technische Fortschritt als Hoffnungsspender gegen statt einer sozialen Lösung auftrat. Das eine war die Aufklärung, das würde jetzt dich interessieren, Peter, nämlich Gott zu ersetzen. Das ist ja für viele auch der Frankfurter Schule der übliche Projekt gewesen, mit leichten Verschiebungen mittlerweile, als Säkularismus oder Säkularität, als eine Lösung des Problems, dass wir mit einem strafenden Göttlichen, einem autoren Göttlichen nicht mehr leben wollten. Und das verfolgt uns bis heute als Problem, aber das ist jetzt ein weites Feld, passt jetzt nicht hundertprozentig hier rein. Ja, das zweite Thema ist der Kapitalismus. Auch hier gibt es die Lösung. Da gab es die Lösung, wir können, das war eine Position der Arbeitgeber schon und später auch Teile der Konservativen bis heute, wir lösen die soziale Frage des Kapitalismus, indem wir mehr Wachstum produzieren und indem wir sozusagen Teilhabe, oder wie es heute Morgen einer schön sagte, wenn auch übertrieben, die FDP war übrigens unter Baum und beim Freiburger Programm weiter als heute, nämlich Rasen für die Rente, das ist natürlich ein bisschen billig, aber lustig trotzdem. Und die Frage also, dass man sozusagen statt einer sozialen Lösung des Kapitalismus einer technischen Lösung zustimmt. Also mehr von demselben für alle und nichts schaut, bekomme ich sozusagen die Verteilungsungerechtigkeiten organisiert. Und der dritte, heute haben wir ein ähnliches Problem, auch wieder die technologische Lösung des ökologischen Problems. Das finde ich, Uwe Schneiwind hat völlig recht gehabt. Die ökologische Frage ist, ich würde mal sagen, zu 90%, es gibt ein paar Zusatzprobleme, die schwierig sind, aber ist es ein soziales Problem? Weil in der Tat könnte man sagen, der Natur ist der Mensch egal. Jetzt, ich hab damals zwei Zitate, lange Zitate an Anfang des Buch gestellt, eines von Rudolf Steiner und eins von Martin Buber. Ich wollte so ein bisschen zwei spirituelle Achsen markieren. Auf einer Seite. Auf einer Seite, ja, das habe ich zitiert, das war nicht von mir. Aber dahinter steckt ja, das ist ein komplexes Thema, nämlich die Frage, ob der Natur der Mensch wirklich egal ist. Das ist jetzt eine große, kann man sagen, spirituelle Frage, lass mal die mal zurückgestellt. Für die meisten ist es nicht so eine relevante Frage. Aber tun wir mal so, es stimmt. Dann ist es in der Tat die Frage, was ist an der ökologischen Frage selber das Soziale und können wir das durch rein technische Lösungen ändern? Können wir das lösen? Und an diesem Punkt habe ich damals und haben andere damals schon nachgedacht. Also was kann man sozusagen, ist ökologische Gerechtigkeit eine durch technische Probleme zu lösen? Und wenn ich heute Institut für Technikfolgenforschung leite, dann mache ich das natürlich auch vor dem Hintergrund, dass ich die Grenze dieser technischen Lösungskompetenzen sehe. Das sehen Sie an allen Ecken. Also Sie können kriegen, technisch kriegt man vieles erleichtert, aber fast nichts gelöst. Ja, und ich glaube, dass es gerade in diesem Punkt, den Sie ansprechen, wichtig ist, weil ja auch gerade jetzt eine individuelle Verhaltensveränderung bei den Menschen ja auch wichtig ist. Und das funktioniert dann nicht nur über Technik, sondern das funktioniert ja auch über eine Idee. Jetzt darf ich noch einen Satz sagen. Und zwar, glaube ich, was ist markant unterschiedlicher zu 1985 ist. Ich habe 86 meinen ersten Computer gekauft. Also Handys gab es natürlich noch gar nicht. Und wir haben gerade festgestellt, er war damit sehr schnell, 1986. Naja, aber trotzdem, er war schon eine Weile her. Und das heißt, die Digitalisierung als Strukturierung unseres Lebens gab es damals in dem Sinne noch nicht. Das hat begonnen. Und was wir damals noch weniger hatten und heute vielleicht auch noch nicht ganz, aber es beginnt, ist die biotechnologische Veränderung. Diese beiden großen technologischen Wellen, die sind tatsächlich was Neues. Und die werden auch die ökologische Frage verändern und sie verändern auch die Antwortmöglichkeiten. Aber sie werden sie, das bin ich fest überzeugt, nicht lösen. Also das merken wir auch in allen Nachhaltigkeitsdiskursen. Die lassen sich technologisch nicht stillstellen, was manche hoffen, aber meiner Meinung nach vergeblich hoffen. Mhm. Welche Antwortlinien können dann programmatisch folgen, Herr Siller? Also ich glaube, das waren jetzt philosophische Großbaustellen und man sollte die nicht so jetzt so übergehen, weil ich glaube, dass das gerade am Ende von so einer Konferenz durchaus spannend sein könnte, da nochmal nach den ganz konkreten Fragen, wie organisieren wir die Energiewende, da nochmal einen Moment drüber nachzudenken.
Also ich versuche mal auch sozusagen mit Blick auf die Zeit sozusagen mein Grundproblem aus meiner Sicht heute zu beschreiben. Ich glaube, dass es wahnsinnig wichtig ist, sich Gedanken zu machen über das Verhältnis des Sozialen zum Ökologischen oder ich würde vielleicht auch eher sagen, das Verhältnis von Gerechtigkeit und Ökologie oder Solidarität und Ökologie. Ich glaube, dass man, dass es da sozusagen zwei Denkrichtungen geben kann. Das ist aber sehr vereinfacht. Man kann sagen, und das ist meine Parole seit langem, Ökologie als soziale Frage denken, whatever it means. Man kann es aber auch umdrehen und sagen, das Soziale als ökologische Frage denken. Das ist jetzt der andere Pol. Das heißt, und das hat eine lange philosophische Tradition und das ist in diesen Texten auch nie so ausgesprochen, aber das gärt da so, dass man eigentlich das Soziale ganz stark in Anlehnung an eine bestimmte Meinung von Ökologie konstruiert. Dass man eigentlich das Organische, ich bringe jetzt mal so ein paar Begriffe, die da dann auch immer auftauchen, jetzt gar nicht bei Michael, darum geht es mir nicht, sondern aus dieser Zeit, ja, dass man sagt, das Soziale ist das Organische, das ist das Kleine, small is beautiful, das ist das Kommunitäre, das Subsidiäre, ja, das ist diese ganz, da muss ich jetzt mal kurz das ein bisschen, das ist so eine ganz organische Analogie ins Soziale, ich halte die für hochproblematisch, für hochproblematisch. Da müsste man jetzt lang drüber reden, aber und ich würde deshalb auch kein Rudolf Steiner Zitat vor so ein Buch legen, sondern dann eben doch am Ende lieber einen Kant, einen Hegel oder einen Rawls, weil ich diese Subjektivierung von Natur halte ich einfach für problematisch. Ich habe mir neulich nochmal den Spaß gemacht, das habe ich schon mal erzählt auf einer anderen Veranstaltung, nochmal dieses ökolibertäre Manifest, wo ja viele Grüne am Anfang unterzeichnen haben zu lesen, da ist ganz viel von Maßhalten, von Demut, von Verzicht, die Rede, diese Idee von Autonomie und Emanzipation und Fortschritt findest du da nur noch in Spurensegmenten. Das war damals auch ein, also ich war da auch nicht frei von, aber ich sehe das inzwischen sehr kritisch, deswegen sehe ich auch gerade dieses neospirituelle Revival, so würde ich das mal nennen, eher kritisch. Ich würde sagen, in der säkularen Moderne hilft uns weder Gott noch so eine objektive Instanz, Natur, die Natur, vor der Erkenntnis, dass wir irgendwie als Menschen so erstmal unter uns sind und das in Liebe und Solidarität gestalten müssen. Und dann bin ich aber wieder ganz bei Michael Objelka, spielt natürlich die Frage, wie wir mit unseren natürlichen Lebensgrundlagen umgehen, eine enorme Rolle. Gerechtigkeitstheoretisch, das ist jetzt aber etwas trocken, würde ich sagen, in zweierlei Hinsicht. Zum einen, weil die Umwelt oder die natürlichen Lebensgrundlagen, wie der Begriff schon sagt, einfach Voraussetzung ist, um überhaupt zu leben, um in Autonomie zu leben, um sich autonomisieren zu können. Und zweitens, weil Naturerfahrung, Naturräume wahrscheinlich eine der Dimensionen, Martha Nussbaum hat es aufgeschlüsselt, sind elementare Dimensionen sozusagen des Lebens in Freiheit und Autonomie sind. Also insofern gibt es eine Natürlichkeit in der Freiheitskonstitution und eine in der Freiheitsverwirklichung und das macht es wahnsinnig wertvoll, über diese Schnittstelle nachzudenken, aber ich würde das aus einer anderen Denkrichtung tun als Michael Objelka, vermute ich das jetzt nochmal stark machen werde, ich weiß es nicht. Ja. Also wenn man jetzt so am geht es, ja? Ja. Also es ist natürlich jetzt ein ganz großes Fass aufgemacht, aber warum nicht? Warum nicht? Ökosoziale Frage, braucht eine sozial-ökologische Antwort oder eine Antwort, wie ich sagen würde, soziale Nachhaltigkeit. Neuer Begriff, dazu nachher noch was. Aber ich würde sagen, also was Peter Siller jetzt gerade so, was du gerade ansprichst, man muss ein bisschen sortieren. Also erstmal in dem damaligen Buch habe ich genau darauf geachtet, dass kein organologischer, kein soziobiologischer Gedanken enthalten war. Damals war ich jung, aber nicht dumm. Und ich habe selber 1981 eine Kommission mit Peter Hellermann geleitet über rechtsextreme Umtriebe bei den Grünen, Grünen Landesverband
Baden-Württemberg. Die wurde vom Landesvorstand eingeritten, nachdem die ersten Skandale auftraten. Und da haben wir so recherchiert, die war damals auch ein Mitglied der VVN, der einzige Grüne in diesem Kommunistenverein. Und das war für mich lehrreich. Ich habe auch über Psychiatrie und Faschismus geforscht. Also das waren Sachen, die mich interessiert haben. Und dann merkte man, in Grünen gab es natürlich diese Spuren. Es gab dieses organische Denken, das ist in Deutschland zum Glück in den allgemeinen soziologischen Bestand nicht wirklich aufgerückt. Es gibt ganz, ganz wenige Ausnahmen. Die Systemiker waren in der Regel noch klug genug, weil sie links waren, die eine oder andere. Sind sie dem nicht auf den Leib gegangen. Aber in der Tat ist das eine Gefahr. Das war in der grünen Phase, Stichwort Baldur Springmann, auch bei Gruhl eigentlich nicht so sehr, aber bei einigen Autoren fanden wir diese sozusagen ganzheitlich als biologische Kategorie. Aber da muss ich sagen, gab es schon innerhalb der Sozialwissenschaften einen langen Diskurs dazu und eine Abkehr von solchen, nicht zuletzt aufgrund der ganzen Rassismusgeschichten des 20. Jahrhunderts. Das ist der eine Punkt. Der zweite ist, für mich persönlich, ich meine, mein eigener Weg, das musste ich jetzt hier auch nicht groß ausbreiten, aber ich habe dann promoviert, meine Doktorarbeit hatte diesen etwas bombastischen Titel Gemeinschaft in Gesellschaft, Soziologie nach Hegel und Parsons. Also auch nicht gerade bescheiden, aber die Grundidee war, eben, da markiere ich das, weil in der Tat ist das die Frage, wie kannst du differenzieren, ohne im Eintopf zu landen? Das ist die große Frage. Also wie kannst du systemisch denken, ohne als zusammenzubaldowern? Also wie kannst du integrieren und differenzieren zugleich? Das ist das große Projekt von Hegel gewesen und das halte ich für unverlässlich und auch für die Grünen. Und da wenn man nicht ökologische, da sind wir uns wieder einig, natürlich werden wir uns einig sein, weil Honneth ist ein kluger Mann, hat eine schöne Habil geschrieben, die für meine Hadis wichtig war, also finde ich, kann ich gut damit anfangen, das ist für mich alles gut, aber für politisch ist die folgende Frage dabei wichtig, nämlich, jetzt mal auf den Punkt zusammenfassend bringen, auch für unser Tagungsthema. Ich würde sagen, der Wohlfahrtsstaat des 21. Jahrhunderts ist ein ökologischer, wenn er gelingt. Das heißt, aus der Steuerungsidee des Wohlfahrtsstaates musst du im 21. Jahrhundert weitere und zusätzliche und ergänzende Ideen generieren, die sozusagen auch die ökologische Frage ansprechen. Das hat Edenhoff heute Morgen sehr klug gemacht, fand ich richtig. Das ist überhaupt noch nicht konkret, es ist noch vieles vage dabei. Und die Diskussion mit der Grünen zielt tendenziell darauf hin. Das heißt, du brauchst ein regulatives Normativ, über das wir nachdenken müssen. Dass das natürlich am Freiheitsimpuls ansetzen muss, am Autonomieimpuls gebe ich dir völlig recht, aber der Freiheitsimpuls, und das hat Honneth und andere zu Recht gesehen, andere sehen das nicht, ist einer, ich habe das mal so bezeichnet, ich würde sagen Freiheit in Gemeinschaft. Das ist das Problem, vor dem wir heute stehen. Wie kriegst du Gemeinschaft und Freiheit verbunden und wie kriegst du auf der gesellschaftlichen Ebene Gemeinschaft und Gesellschaft und Gemeinschaft in Gesellschaft verbunden? Das sind die beiden großen Herausforderungen. Und auf der einen Ebene, fand ich heute Morgen auch nur herauszugreifen, Sharing Economy ist so ein Symbol dafür, ein Code für diese Frage, wie kannst du Freiheit und Gemeinschaftlichkeit verbinden? Freiwilliges Engagement auch, zu Recht genannt heute Morgen. Und auf der großen Ebene könnte man, ich würde mal so, ist aber undurchdacht, würde ich Sharing Polity mal ansprechen. Wie kannst du eine Politikverfassung dir vorstellen, in der das Sharing eine Rolle spielt? Auf einer nationalen, übernationalen und transnationalen Ebene. Und vor der Punkt stehen wir, denn wenn wir das machen wollen, was Edenhofer sagt, nämlich die Atmosphäre und die Welt als Commons, als Gemeingut verstehen, dann brauchst du auch eine Polity, die das organisiert, eine Verfassung, ein Rechtssysteme, die das organisiert. Sonst geht das überhaupt nicht. Sonst ist das nur lockere Worte, dann ist es nur bleibt es eine Fußnote. Also wenn es wirksam werden will, muss es in eine staatlich, staatsähnliche, kann auch partiell verbandliche, aber es muss immer eine Mischung aus einer Rechtsförmigkeit haben, in der du solche Sharing-Prinzipien, Teilungsprinzipien organisierst. Und das wäre für mich das Fazit sozusagen für mich auf eine ökosoziale Frage. Da gehört sozusagen eine ökosoziale Antwort. Was mich interessieren würde, Sie haben das eben angesprochen, dass man den politischen Rahmen letztendlich für ein globales Problem schaffen muss. Das ist ja letztendlich keine neue Frage. Was mich interessieren würde, ist, ob Sie da den Nationalstaat, ob Sie da den deutschen Staat als den wichtigsten Akteur ansehen, ob Sie sozusagen auch sich regionale Akteure vorstellen können. Wir haben ja den Berliner Energietisch unter anderem hier gehabt, oder ob es nicht dann doch die Europäische Union sein sollte. Also dazu gibt es eine rege Diskussion über Mehrebenen regieren, über das Vertrakt in der heutigen Zeit, das Gute auch. Wir sind uns heute bewusst, dass wir, ich habe es gestern in so einer Staatskanzlei gesessen, habe ich versucht, dem einen Mitarbeiter dort mal klarzumachen, wie ich die Welt sehe, und da fielen mir drei Sachen ein, aber das ist auch gar nicht so blöd gewesen. Und zwar das eine war, wir haben es heute zu tun mit intergouvernementalen Prozessen und also sowohl auf der hierarchischen wie der vertikalen Ebene, kompliziert genug.
hochkompliziert, ja, in der heutigen Welt, muss man sehen. Das Zweite ist, wir haben es mit interdisziplinären oder interministeriellen Problemen zu tun, also wo Politikbereiche untereinander abgestimmt werden müssen. Und wir haben es zu tun mit Stakeholder-Problemen, also Inter-Stakeholder-Themen, nämlich Politik versus diverse gesellschaftliche Gruppen, die sich auch alle lobbyistisch organisieren. Und diesem komplexen Rahmen musst du Politik gestalten. Das ist ein hochprofessionelles System mittlerweile. Und da sozusagen jetzt grüne Ideen und ökologische Programmatik in diesem Kontext einzubinden, da ist halt passiert eine Menge. Da trägt auch die Stiftung viel dazu bei, muss man mal sagen. Aber das soweit gibt es da keine einfache Antwort. Du musst sozusagen du musst eine regulative Idee haben, die musst du durch alle Ebenen durchziehen, sonst geht es nicht. Sonst kannst du nicht wirksam sein. Also jeder Minister, jeder Staatssekretär, jeder Abteilungsleiter, Referatsleiterin, jeder, der eine Rolle hat, wir müssen eine Idee haben, die uns steuert und die sozusagen dann auch eine programmatische Idee ist, die sich unterscheidet von einer liberalen, einer konservativen, sonstigen Programmatik. Und die gibt es ja auch. Bei uns ist sie innerhalb des grünen Bereichs ist sie umstritten, das haben wir heute Morgen ja gemerkt. Da gibt es zum Teil ein bisschen, gibt es da verschiedene Fraktionen, lassen wir mal, will sie nicht jetzt nochmal drauf loshammern, aber da gibt es verschiedene Positionen und das ist in anderen Parteibereichen genauso. Aber es gibt auch in diesem grünen Feld eine sozusagen große regulative Idee, die mittlerweile auch europäisch auftritt, aber die natürlich noch und jetzt mit die natürlich noch nicht so wirksam in der Öffentlichkeit ist. Wir haben noch keinen grünen Kommissar auf Euro. Doch, wir hatten einen grünen Kommissar. Michaele Schreyer hatten wir. Die hat nur den Mund nicht aufgemacht, weil du hast nichts gehört. Also, kann man so auch nicht sagen. Ja. Die hat für uns zum Beispiel eine große Studie zur Europäischen Energieunion geschrieben, aber war auch Kommissarin für Energiefragen. Genau. Wann genau? Weiß ich gar nicht genau. Bis vor 3 Jahren oder bis vor 4 Jahren. Also Rot-Grün, die ist unter Rot-Grün ist sie ist geworden. Und nein, ich war eine Kollegin von mir, habe mit ihr gemeinsam Artikel geschrieben. Stimmt, ich kenne sie ja. Ein bisschen länger. Nein, aber ich meine, nein, das Problem ist, es ist nicht in der allgemeinen Öffentlichkeit sichtbar geworden. Also das will ich sagen. Also kein Mensch denkt jetzt bei Grünen an europäische Kommissare zurzeit. Das mehr würde ich nicht sagen. Das ist richtig. Das bedauere ich auch sehr, ja. Ich würde gerne nochmal auf diesen Gerechtigkeitsbegriff gerne nochmal kommen, weil ich habe in diesem Buch die ökosoziale Frage, habe ich das bemerkenswerte Zitat gefunden, die Antwort, ob wir die ökosoziale Frage lösen können, hängt davon ab, ob man einer Gesellschaft, die immer weniger zur Solidarität fähig ist, neue Ziele vermitteln kann. Dieses Zitat ist jetzt 30 Jahre alt und letztendlich, ich glaube, das stand im Schlusswort. Aber jetzt würde ich doch gerne nochmal auf diese Frage und gerade in diesen beiden Strängen von Michael Opielka mit dem Industrialismus und der Gemeinde das für mich so beschreiben. Es gab, glaube ich, damals ein Bild experimenteller, frühkommunitärer Gemeinschaften. Rudolf Barrow hat eine Kommune in Ostdeutschland gegründet und hat sich dann eigentlich ganz aus der Politik zurückgezogen, ist übrigens schon kurz nach diesem Buch aus den Grünen ausgetreten. Und diese Rückzüge ins Gemeinschaftliche und diese kommunitären Ansätze waren, glaube ich, sehr geprägt von einem Bild noch aus den 70er Jahren des starken Staates, des verkrusteten Sozialstaates und hatte in dem Sinn enorm antietatistischen Drift. Ich glaube, dass wir heute in einer völlig anderen Situation sind, was nicht heißt, dass wir nicht auch über Gemeinschaftlichkeit nachdenken müssen, das will ich nicht bestreiten, aber ich würde uns sehr empfehlen, eher mal sozusagen neu nachzudenken über öffentliche Institutionen, öffentliche Infrastrukturen und eine neue Ausgestaltung von Staatlichkeit, wo für mich auch dazu gehören würde, wie man diese öffentlichen Infrastrukturen und öffentlichen Institutionen so ausgestaltet, dass sich die Bürgerinnen und Bürger in ihrem zivilgesellschaftlichen Elan, in ihrem Beteiligungsbegehren auch aufgehoben fühlen. Das ist keine Widerrede, aber das ist sozusagen ein anderer Zungenschlag als damals. Da in diesen Texten wird Staatlichkeit, Sozialstaatlichkeit extrem problematisiert und negativ konnotiert. Ganz klar, ich habe mir das nochmal, das ist, scheint mir völlig klar. Bei diesem Industrialismus ist es genau dasselbe. Barrow, Auszug aus dem Industrialismus, Amery, ganz ähnlich. Das war die Zeit, wir haben das jetzt wieder ein bisschen in bestimmten Milieus. Ich glaube, dass das
eine falsche Beschreibung ist des Zusammenhangs von Gerechtigkeit und Ökologie. Wir haben der Industrialisierung, die unter Schmerzen geboren wurde, wahnsinnig viel zu verdanken. Da bin ich ganz bei Dietmar Dart. Wahnsinnig viel zu verdanken und haben gleichzeitig mit jedem Industrialisierungsprozess große Probleme, große Wunden, die wir lösen müssen, so auch jetzt. Und wenn ich es in einem Satz sagen dürfte, scheint mir die Aufgabe nicht zu sein, irgendwie Auszug aus dem Industrialismus oder Verabschiedung von der Industriegesellschaft, sondern Ökologisierung der Industriegesellschaft in der Gerechtigkeitsdimension. Dietmar Dart hat dafür den Begriff des Maschinenwinters. Geht es, glaube ich, darum, dass die Produktivitätsgewinne, und das meinen nicht nur Geld, sondern auch Zeit, das ist ganz wichtig, wirklich mal gerecht ausgezahlt wird an die Bevölkerung und nicht das Privileg von wenigen bleibt. Maschinenfrühling, wir haben einen Kongress so genannt, das ist ein schöner Begriff dafür. Ich weiß nicht, ob Sie das verstehen, was wir gerade reden. Die Jungen, vielleicht doch, ich meine, dahinter steckt natürlich das typische Konfliktprogramm innerhalb der Stiftung und der Grünen, nämlich du vertrittst mit Dart und Co. natürlich dieses sozialdemokratische Modell. Das vertritt ja auch Honnetz ein Stück weit. Und dieses Modell, da ist ja was dran. Dart ist alles nur kein Sozialdemokrat. Das Gegenteil von einem Sozialdemokrat. Ja, was soll es sein? Dietmar Dart ist Kommunist. Ja, das ist aber... Nein, Sekunde mal. Der nennt sich so, ich kann es ja nur berichten. Ja, das ist aber das ich bin ist, das, keiner. Das ist ein Feuilleton-Kommunist. Aber der Grundgedanke ist einer sozusagen. Das macht ja den Gedanken nicht falsch. Langsam. Das ist jetzt völlig widersprüchlich, was du sagst. Also, das eine ist hier diesen Vorwurf an Leute wie Barrow damals. Es gab damals eine muntere Diskussion zwischen Barrow und mir und Wiesenthal in der Kommune vor diesen 30 Jahren, über was dieses Kommune-Ding eigentlich soll. Ich habe es natürlich für Quatsch gehalten, was Barrow damals sagt. Das halte ich für eine Gegenbewegung, da ist er auch dran zerbrochen. Das ist ja auch persönlich dran zerbrochen. Aber trotzdem hielt ich es für einen berechtigten Denkansatz, weil er im Rahmen und weil er in der Radikalität deutlich macht, warum das nicht für alle geht. Darum habe ich auch über die Kibbutzim geforscht, weil ich merkte, mich hat es angezogen, aber ich ahnte, das habe ich dort auch feststellen können, dass das Kommuneleben geht nur, wenn du gehen kannst. Das haben die übrigens die Kibbutzim erlebt. Du kannst dann überleben, wenn du dort wieder gehen kannst. Aber wenn du eine gesamte Gesellschaft so verfassen willst, dann kannst du ja da nicht gehen. Und das war das Problem der DDR, du konntest nicht einfach gehen. Aber lassen wir mal, worauf ich raus will, ist, glaube ich, nein, ich will ja auf den Kern, das Kernproblem raus, aus meiner Sicht, weil wir jetzt am Ende unserer Tagung auch sind. Nämlich die Frage, was haben die Grünen eigentlich, haben die eine eigenständige Programmatik? Und ich meine ja. Sie haben eine Programmatik, die mit der ökologischen Frage zusammenhängt. Ich habe das bezeichnet, das habe ich jetzt, dann will ich es den Begriff wenigstens mal nennen, ich habe es als Garantismus bezeichnet. Ich habe sozusagen, jetzt würde die Köpfe über crashen, ich habe diese drei Regimekonzepte, die Esping Anderson ausgearbeitet, die alle kennen, Konservativismus, Liberalismus, Sozialdemokratie bzw. Sozialismus, diesen drei Wohlfahrtsregimekonzepten. In ihrer Klassifikation des Wohlfahrtsstaates. Genau, diese drei Klassifikationen. Da habe ich gesagt, also gibt es nicht nur eine relevante, theoretisch begründbare vierte. Die Theoriebegründung kann ich jetzt nicht liefern, aber ich habe sie versucht, in der Reihe von Publikationen zu liefern. Und da habe ich vom Garantismus gesprochen, ein Begriff, der von Charles Fourier stammt, und den ich über Offen mal drauf stieß, und den fand ich überzeugend, weil der nämlich deutlich macht, dass wir ein Wohlfahrtsregime haben könnten und ansatzweise, ich habe die Schweiz dem weichen Garantismus zugeordnet, haben könnten, bei dem wir von der Menschenrechtsseite her ausgehen. Sozusagen, bei der der Grundkonflikt nicht mehr Kapitalarbeit ist, auch nicht wie bei den Konservativen das Problem, nämlich was du angesprochen hast, die moderne Kritik des Konservatismus, eine Zivilisationskritik, die Gemeinschaft versus Gesellschaft gestellt hat. Das ist das Problem der Konservativen. Und die Liberalen, die haben die Gesellschaftskritik Markt versus Staat gestellt. Und in diesen Konfliktachsen, da sozusagen, so muss der Garantismus, wenn man so will, dialektisch darüber hinweggehen. Und er stellt sozusagen die große Frage, die Frage ist sozusagen dann die Gattungsfrage, aber die konkrete Frage ist die Frage der Menschenrechte. Und das ist nämlich sehr präzise, das Problem ist nämlich, wie kannst du sozusagen unter der Bedingung einer Gattungsproblematik, was die ökologische Frage ist, den Einzelnen in den Mittelpunkt rücken? Und wie können sozusagen, da bin ich ganz bei dir, Peter, wie kannst du gesellschaftliche Regulierungen finden, die den Einzelnen sichern, aber gesellschaftliche Regulierungen, politische Regulierungen? Und dann habe ich, will ich jetzt nicht nur in Ideen ausstäuben, ich habe natürlich in diesen 30 Jahren das eine oder andere gemacht, und war nur eine meiner Ideen gegen den Gerd Wagner, der ist jetzt schon wieder weg,
mit seiner grünen Krawatte. Ich meine, ich kenne ihn außer 30 Jahren und er redet immer das Gleiche wie ich vielleicht auch, aber immer das Gleiche falsch, nämlich dass er behauptet immer, dass Steuerfinanzierung in der Sozialpolitik nicht funktioniert. Das stimmt überhaupt nicht. Es gibt genügend Beispiele, wie du steuerähnliche Finanzierung hinkriegst, aber das wird zu weit führen. Ich habe zum Beispiel die Idee, die Schweiz macht das wunderbar in der Alterssicherung, mit einem flächendeckenden Beitrag auf alle Einkommensarten im Prinzip. Nicht ganz perfekt, aber in der Tendenz. Ohne Beitragsbemessungsgrenze finanzieren sie ihre Alterssicherung. Nur ein Beispiel dafür, wie du sozusagen allgemeine Regulierungen für allgemeine Probleme findest. Und deshalb ist der entscheidende Punkt, identifizieren wir allgemeine Probleme, diese Commons-Probleme und Wohlfahrtsstaat der Zukunft ist ein Regulator für Probleme der Commons. Und dazu ist Armut ist ein Commons-Problem. Es ist sowohl 10 vor 5 als auch das Jahr 2015. Wir haben jetzt sehr intensiv die Frage bearbeitet, wo kommt man sozusagen ideengeschichtlich, wo kommt man auch politisch, auch aus welchen politischen Milieus speisen sich sozusagen die Grünen in dem Moment, wie sie sozusagen hier stehen. Was mich interessieren würde und wo ich gerne nochmal drauf eingehen möchte, weil das jetzt auch hier sowohl in der Rückbetrachtung als auch in der Tagung immer wieder eine Rolle gespielt hat, das ist das, was Heinz Buder aufgegriffen hat, nämlich die Frage, inwieweit die Gesellschaft sozusagen, inwieweit eine der großen Herausforderungen unserer Gesellschaft gerade die Individualisierung und auch eine gewisse sozusagen sowohl soziale als auch politische, moralische Orientierungslosigkeit sein kann. Und mich würde mal interessieren, inwieweit da eine neue grüne Erzählung vielleicht auch, Sie haben das angesprochen, mit sozusagen eine grüne Erzählung vom Sharing, vielleicht auch von einem gemeinsamen Projekt, wie dem Umgang mit dem Klimawandel, der Klimakatastrophe, wie das vielleicht tatsächlich zu neuen Kommunen, vielleicht zu neuen Gruppenstrukturen, zu einem neuen Gemeinschaftsgefühl sich auch entwickeln kann. Also das wäre jetzt nochmal mein Stichpunkt gewesen. Ich bin mit diesen Gemeinschaften, aber wir verabreden uns mal zu einem Nachfolgegespräch. Da gäbe es sehr viel dazu zu sagen. Dass sich Autonomie gemeinschaftlich herausbildet und dass wir deshalb auch neue Formen von Gemeinschaftlichkeit brauchen, steht völlig außer Frage. Trotzdem würde ich als Linksliberaler sagen, kann es auch ein ganz, ganz problematisches Angebot sein. Warum? Weil diese ganze Do-it-yourself-Mentalität, und damit meine ich nicht die neoliberale, sondern die kommunitäre, also der Staat kriegt es nicht geregelt, das machen wir jetzt selber. Ja? Wir machen jetzt selber Urban Gardening, wir gründen selber einen Verein, wir gründen selber eine Genossenschaft. Das ist ja alles wichtig und gut, aber das darf nicht dazu führen, zu einem Exodus aus sozusagen der institutionellen Politik. Weil wenn wir Demokratie richtig verstehen, dann heißt Demokratie am Ende des Tages, und das gibt es auch als philosophische Figur vielfach, dann ist das erstmal unsere Gemeinschaft, in der wir zusammen uns auch überlegen. Und dann gilt es eben auch für alle und alle haben Zugang und alle reden mit, wie wir uns sozusagen politisch zusammen verständigen. Deswegen ist aus meiner Sicht erstmal die entscheidende Frage, und es hat auch übrigens eine Verteilungsseite, also oder eine finanzpolitische Seite. Was ist eigentlich unser Bild gemeinsamer öffentlicher Infrastruktur, gemeinsamer öffentlicher Institutionen? Und wenn diese Infrastrukturen, diese Institutionen gut beraten sind, dann nehmen sie natürlich die Erfahrungen dieser gemeinschaftlichen Lebensformen auf. Und dann schaffen sie natürlich auch Freiräume für experimentelle Lebensformen. Gar kein Widerspruch. Aber die Gemeinschaft, um das nochmal in dieser klassischen Figur zu lösen, ohne die demokratische Gesellschaft wird es nicht lösen, so leid es mir tut. Aber ich meine, das fordern ja nur ganz wenige Spinner. Die Realität, und deshalb glaube ich, ist immer gut. Herr Harald Welzer kriegt großen Applaus. Du hast recht, insoweit deine Kritik ist richtig. Ich nehme den, an der Stelle kann man ihn auch soziologisch nicht ernst nehmen. Er ist ja auch Psychologe, kein Soziologe. Nochmal, aber er ist natürlich effektvoll auf der Stelle. Das ist klar. Er hat einen bestimmten. Ja, natürlich, ja, weiß ich. Das ist eine effektvolle Präsentation. Er macht es auch geschickt.
aber jetzt Welz ist nicht da, so kann man jetzt nicht an ihm schimpfen, sondern ich will auf den zentralen Punkt zwischen uns beiden, und der ist für die Stiftung, für die Grünen interessant. Dein Argument ist zu sagen, ja, die wichtigste aller Gemeinschaft ist die republikanische Gemeinschaft. Ja, das ist eine Linie, die gibt es bei den Grünen, die ist auch ehrenwert, aber sie ist eine auf Kant ein Stück weit zurückgehende, auf die kantische Tradition zurückgehende, prozeduralistische Linie. Das ist ja nicht falsch. Habermas wird ähnlich argumentieren. Kann man sich Schlimmeres vorstellen. Kann man sich Schlimmeres vorstellen, ja. Aber leider, leider, leider stimmt sie nicht. Denn an der Stelle sozusagen lobe ich mir jemanden wie Hegel und seine korporatistische Grundidee, nämlich die zu sehen, es gibt neben der Politik noch andere gleich ursprüngliche Vergemeinschaftungsformen. Und das muss man aushalten, dass die Politik nicht die Dominante ist. Die Politik ist die Dominante für die Regelung aller allgemeinen Angelegenheiten, für die Setzung des Rechts, auf jeden Fall. Recht wird in Politik und muss in Politik und wenn es gut geht, in demokratischer Politik, was immer das genau heißt, gesetzt werden. Aber es gibt andere gleich ursprüngliche, und das ist sozusagen eine systemische, aber da, deshalb habe ich Parsons erwähnt, aber das würde jetzt echt zu weit führen, warum man so denken kann und mit guten Gründen so denken kann. Aber es ist wirklich ein weites Feld. Das ist schwer, sich da zu verständigen, weil wir haben ja kein Dien für Gesellschaftstheorie. Jeder hat so seine, wenn man jetzt hier rumfragen würde, was ist deine Theorie von Gesellschaft? Da würden wir jetzt hier 60, 70 verschiedene Gesellschaftstheorien bekommen, genauso wie es 60, 70 Weltbilder und Sinnkonstrukte geben wird. Wir sind halt heute in einer etwas destandardisierten Lebensform. Das erschwert die Kommunikation. Aber ich sage nur, mir geht es gegen dein Modell. Irgendwelche Theorien es geht um meine Überzeugung und diese Überzeugung. Also, hat jetzt Hegel recht oder Honneth, das sind alles ganz inspirierende Punkte. Mein Punkt, warum ich das so emphatisch sage, ist, ich glaube, es gibt ein Primat der Demokratie. Das ist mein Punkt. Ja, das glaube ich, aber es gibt und das ist das große Problem. Wenn man diese Vergemeinschaftungsform einfach als gleich ursprünglich definiert. Denn das ist, mir scheint es wahnsinnig wichtig, dass wir uns als Gesellschaft demokratisch verständigen und nicht den Exodus in die Gemeinschaft. Und diese Demokratie ist ja auch gerade, wenn ich das nochmal hier kurz ein... Verfassung. Wir haben Artikel 6 Grundgesetz. Also es gibt mal ein Primat der Familie aus guten Gründen. Also so einfach ist es nicht. Also wenn man jetzt mal verfassungstheoretisch darüber nachdenkt, in der Tat, die Demokratie zeigt ja gerade ihre Stärke und gerade auch unsere darin, dass sie erkennt, dass es andere Felder ebenfalls mit Primat gibt, dass sie sozusagen auch zurücknimmt aus bestimmten Bereichen. Das ist ein hochkompliziertes, immer wieder muss man über Grenzen streiten. Jetzt die Frage Kopftuch oder Kruzifix oder was auch immer. Das sind immer wieder Grenzstreitigkeiten. Und das Wesen der Demokratie ist ja, dass die Streitigkeiten ausgetragen werden können. Nur völlig richtig, dass wir Regulatorien haben, dass wir in der Öffentlichkeit etwas sagen dürfen, ohne gleich draußen vom Beamten in den Knast gesteckt zu werden, ohne was ja in Teilen der Welt geschieht, oder draußen abgeknallt zu werden. Das sozusagen ist Demokratie. Demokratie ist auch eine wehrhafte Demokratie. Und da sind wir uns ganz einig. Ja? Ich will nur damit sagen, dass es eben auch Gebiete gibt, und das ist der Konfliktpunkt, aber da bestehe ich drauf, aus meiner Lebenserfahrung, aus meiner Theorie und Lebenserfahrung. Es gibt eben auch Regionen, die wir mit der Theorie der Politik und einer Rawlschen, Honnethschen, wie auch immer gearteten Theorie nicht erfassen. Dazu gehört nicht bloß, sage ich mal, die Nanotechnologie dazu oder irgendwas anderes, sondern gehören eben auch soziale Phänomene dazu, die eine eigenständige Logik haben, die wir nicht darauf reduzieren können. Trotzdem gebe ich dir natürlich recht, das sehe ich auch so, habe ich uns damals auch schon so gesehen, so ganz blöd, es war eben intuitiv, ich stehe ja auch in einem Strom, ich stand in einem Strom sozusagen, sag ich mal, nüchternen linken Denkens. Und da finde ich, ist es ist immer noch, auch wenn ich älter bin, das Herz schlägt links, aber der Kopf in der Mitte. Was wir natürlich in dieser Situation nicht vergessen dürfen, um jetzt hier mal ein bisschen Wasser in den Wein zu schütten, das ist, dass die Demokratie ja auch vor allem auch aktiver Teilhabe fußt und dass genau diese Teilhabe im Moment ja nicht... ausgeübt wird, weil wenn wir uns allein die schnöde Zahl der Wahlbeteiligung, das ist ja keine theoretische, sondern es ist ja eine rein praktische Zahl. Das ist super in Deutschland. Viele Leute zu Hause. Da bleiben bei Landtagswahlen ungefähr die Hälfte der Leute, die wählen dürften, bleiben zu Hause. Ja, und das ist natürlich halt auch ein Ding, das ist natürlich eine Sache, die man nicht nur theoretisch betrachten kann, sondern wo vor allem auch Parteien und parteinahe Institutionen sich natürlich mal mit befassen müssen. Also ein Riesenthema. Und was ich gerne jetzt noch abschließen möchte, ist nicht nur mit dem Hinweis auf das Jahr 2015, sondern auch nochmal mit dem Hinweis auf die Uhrzeit. Das ist jetzt wirklich die Frage, wir haben uns jetzt über das
Primat des Staates. Wir haben uns über verschiedene Staatsverständnismodelle sozusagen Gedanken gemacht, über Akteure. Was mich jetzt wirklich interessieren würde oder was wir jetzt noch, wo ich sie auch nicht sonst rauslasse, das ist eine Antwort aus dem Jahr 2017 auf die ökosoziale Frage. Ja, das ist ungefähr genau, also es ist nachher. Vielleicht auch das Jahr 2020, das ist auch in Ordnung, aber ich möchte jetzt gerne mal nicht nur 30 Jahre zurückblicken, sondern ich möchte jetzt auch gerne mal in die Zukunft blicken. Sie haben die Digitalisierung angesprochen, die sozusagen ein kommendes Feld sein kann. Ich würde Sie jetzt bitten, da nochmal, tja, auch angesichts der Uhrzeit, ein kurzes Statement zu geben, also wo uns das hinbringen kann und wo wir auch weiter nachdenken müssen. Also normalerweise schreiben wir Zukunftsforschung über das Jahr 2030 oder 2040. Das war jetzt aber nicht die Ausgangsfrage, sonst hätte ich mich darauf konzentriert. Deshalb ganz kurz, ich glaube, das Problem, vor dem wir tatsächlich stehen werden, ist, dass wir vor der fundamentalen Frage, ob wir in 30 Jahren, wenn man so weit nach vorne blicken würde, überhaupt noch Menschen sind. Das ist die biotechnologische Frage. Da gibt es Fanatiker, die mit Keimbahneingriffen die Menschheit verändern wollen. Das wird eines der großen regulatorischen Themen sein, bis hin zur Frage der Euthanasie. Also das ganze Thema Biotechnik, Bioethik, das wird ein großes Thema sein in den nächsten 30 Jahren. Und da wird sich zeigen, was für einen Individualitätsbegriff wir haben und ob wir Individualität schützen. Was immer das jetzt ganz genau in der Vertiefung heißt. Ja? Aber das wird ein großes Thema sein. Das ist ein zweites, Digitalisierung. Auch da gibt es eine ähnliche Parallele, die Frage, ob wir irgendwann durch implantierte Chips und durch Mutbeeinflussungssysteme und anderes Veränderungen der Persönlichkeit haben werden. Und da werden wir die Vision haben, dass das uns demokratischer macht, wenn wir uns kollektiv sozusagen synchronisieren. Ja? Also Demokratie als eine Art Herdenverhalten, ja, das ist eine Gefahr. Solche Momente haben wir. Wir haben die bereits in den sozialen Netzwerken, haben wir sozialpsychologisch hochinteressante Phänomene. Also ich glaube, die Frage, vor der wir stehen werden, wird stark die sein, die Frage nach der Individualität. Was heißt eigentlich das Ich? Was heißt die Person? Und deshalb kommt der Steiner sehr wohl in Frage. Und zwar nicht als ein Referent, sondern weil es um die Frage geht, was ist eigentlich das Ich? Was ist die Persönlichkeit? Was macht uns als Menschen eigentlich aus? Und das wird eine Frage sein, die wir noch zugespitzt überhaupt uns stellen können, weil zum Glück noch mehr Menschen die Chancen haben werden, sich damit zu beschäftigen. Wir werden durch die Digitalisierung, haben wir heute schon, Zugriff auf Informationen, die wir früher nur mühsam und wenige hatten. Heute haben immer mehr Menschen Zugriff auf immer größere Gedanken. Und ich glaube, da wird sich die Welt wird sich beschleunigen und sie wird aber zugleich, und ich kann nur hoffen, dass die Grünen in 30 Jahren mit 88, dass wir dann zurückblicken können und sagen, wir haben ein bisschen mitreguliert an einer Welt, die dem Einzelnen schützt. Und wo ist da der ökologische Aspekt? Wo ist der? Ich kann nicht immer alle Gedanken gleichzeitig haben. Ich glaube, wir werden keine ökologische Veränderung haben, ohne ein Empfinden möglichst vieler Akteure, dass Nachhaltigkeit richtig ist. Also ohne die individuelle Notwendigkeitssicht wird es das nicht geben. Und das ist der Vorteil wiederum einer dezentraleren Politik, dass Personen sich schneller, besser äußern können. Und je mehr Menschen sozusagen Nachhaltigkeit, was immer das jetzt ganz genau heißt, als ein Programm sehen, umso größer ist auch die Chance, dass Nachhaltigkeit zur Realität wird. Herr Siller. Die Antworten für das Jahr 2020 oder auch 2030? Ich muss da immer etwas schmunzeln, weil es gibt ja dieses schöne Bild vom Engel der Geschichte bei Walter Benjamin, der mit dem Rücken zur Zukunft fliegt und immer nur den Trümmerhaufen der Vergangenheit sieht. Ja, also wir können in die Zukunft nur sehen, indem wir mal das betrachten, was wir bislang als Erfahrung gesammelt haben, würde ich sagen. Und um einen letzten Gedanken vorzutragen, zu dieser Frage, was ist das Individuum, weil das mir sehr sympathisch ist. Das ist aber, glaube ich, eh klar, an den Menschen und um den Menschen herum zu denken. Ich glaube, dass sehr viele Ideen von Rückzug und Abwehr und auch Antimodernismus daher rührt, dass es den Menschen sehr schwer fällt,
die Frage, wer bin ich, nicht identitär zu beantworten, sondern selbstbestimmt. Ich finde diesen Begriff der Selbstbestimmung sehr schön. Ich bestimme mich selbst. Das heißt, ich bestimme, wer ich bin. Und zwar jetzt nicht in so einem Sinn wie, ich erfinde mich jeden Tag neu, sondern in einem tiefen Sinn. Ich bin der, der meine Identität letztlich die Aussage trifft, bis dahin, dass wir immer gleichzeitig mehrere sind. Es gibt ja dieses Tokotronic-Zitat, wir sind viele, jeder Einzelne von uns. Ja. So, und wie kommen wir damit eigentlich klar, mit dieser hybriden Form von Ich-Sein? Und ich glaube, jede Form von Assoziation, von Gemeinschaftsbildung, von öffentlicher Institution muss sich diese Frage beantworten, wie wir gut und solidarisch zusammenleben können in dieser Situation, dass dieses Ich selbstbestimmt ist. So. Das ist die große Aufgabe. Und was können die Grünen da tun? Die Grünen können da wahnsinnig viel tun. Die Grünen haben Forderungskataloge und Konzepte. Das sind Spiegelsprüche in Telefonbuchstärke. Jenseits dieser ganz konkreten Forderungen können Sie eins tun und die Stiftung tut es, das hoffe ich zumindest, nämlich solche Gespräche führen, wie wir sie jetzt 1,5 Tage geführt haben. Damit ist ja schon viel gewonnen, dass man mal laut zusammen nachdenkt und jeder mal sagt, wie er es eigentlich sieht. Das ist ja auch so ein Problem an dieser Demokratie. Ich meine, bei Pegida, Sie wohnen in Dresden, ist es am massivsten, aber das hast du auch beim Wutbürger in Stuttgart. Jeder denkt immer, er ist im Recht, jeder hat immer Recht. Ja? Und das ist die objektive Wahrheit, anstatt dass man mal sagt, ich sehe das so und jetzt lass uns doch mal drüber reden, wie wir es zusammen sehen wollen. Also deswegen auch meine Begeisterung dafür, vielleicht diesen öffentlichen Diskurs etwas zu befeuern. Ich finde, dass uns das bei allen Problemen nicht ganz schlecht gelungen ist, so jetzt gerade in diesen Stunden. Dann möchte ich mich ganz herzlich bedanken. Herr Opielka, Herr Siller, es war ein leidenschaftlicher Blick zurück. Es war ein etwas kürzerer dafür, glaube ich, aber ebenso leidenschaftlicher Blick nach vorne, der uns gezeigt hat, dass gerade Institutionen wie parteinahe Stiftungen, die viele Individuen zusammenbringen, vielleicht auch genau für eben diese Individuen wieder dringend notwendige Antworten. Und ich glaube, ein Wort ist hier nicht gefallen, auch letztendlich irgendwie Leitplanken entwickeln können und auch mal ein bisschen austesten können. Also dass man an diese Leitplanke auch mal ranstößt, gedanklich, experimentell, um zu sehen, aha, sie ist da und sie ist vielleicht dann auch aus gutem Grund da. Also ich will mich in meiner Funktion als Böll-Stiftung auch nochmal abschließend gerne bei Ihnen bedanken für die hohe Konzentration über 1,5 Tage. Ich bin wirklich begeistert und Sie sind herzlich eingeladen, wiederzukommen, gerne auch eigene Themenvorschläge zu machen. Ich will auf ein mögliches Wiedersehen noch hinweisen. Wir machen Ende Juni, an dem letzten Juniwochenende, Freitag, Samstag, einen großen Kongress zur grünen Wirtschaftspolitik, wo viele Fragen, die hier aufkamen, auch weiter diskutiert werden können. Würde uns sehr freuen, wenn wir uns dann wiedersehen, aber vielleicht auch schon dazwischen. Ihnen herzlichen Dank. Shit.